So, ich möchte nochmal. Wenn du möchtest, kannst du auf dem Manta einen kleinen Spaziergang zum Vergnügen machen. Zum Vergnügen? Au ja! Viel Spaß! Thank you! So, wo ist der Rest? Wahrscheinlich fehlt mir noch eine. Eine Seegras. Nee. Wenn du möchtest. Ja. Oder kriege ich das jetzt nicht, weil ich das während der Aufgabe gemacht habe? Das wäre jetzt natürlich scheiße. Ah, da hast du dich versteckt. Oh. Da haben wir unseren Könnerpunkt. Der vielleicht letzte. Und man kann sogar... Boah, geil. Man kann Salto machen. Oder ein Looping. Könnte man es ja auch machen. Oder ein Flip. Haben wir hier alles? Nee. Sparks hat jetzt gerade noch wohin gezeigt. Okay, jetzt haben wir alles. Oh, man kann voll beschleunigen. Okay, aber wir wollen gerne jetzt hier raus. Wenn du möchtest. Nee. Möchte ich nicht. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Kannst du es bitte nochmal sagen? Okay. Übrigens, wenn du Bianca siehst, kannst du ihr sagen, dass sie mich hier treffen soll? Ich hatte ihr Tauchunterricht versprochen, wenn die Haie weg sind. Ach so. Ein Hase möchte also tauchen lernen. Genauso wie Mr. Leopard oder was auch immer. Aber der kann es ja schon. Aber es ist trotzdem merkwürdig. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch nach draußen. Bam, 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 bam. Tomb Raider! Ein Mäuschen. So, und bitte lass das hier die letzten Edelsteine sein. Nun. Aber vielleicht sind da drinnen noch welche. Das wäre auch natürlich sehr schön. So, so, schau an. Kommt hierher, um das Grab zu plündern, nachdem ich all die Arbeit gemacht habe. Ich verbringe den ganzen Tag damit, Schalter zu drücken und Kisten zu verschieben. Und du platzt hier einfach rein und willst dir den Schatz unter den Nagel reißen. Nun, du kannst ihn ebenso gut auch haben. War nämlich nur so ein lausiges Ei. Finde ich lustig, Schalter drücken und Kisten verschieben, weil das macht man ja eigentlich überwiegend nur bei Lara Croft. Marty. Und, rumspringen. So, uns fehlt aber noch Edelsteinsgezunkel. Wie gesagt, es kann ja sein, dass es hier drin ist. Was es nicht tut. Also es ist nicht hier. Aber es ist irgendwo... Irgendwo... Hier liegt was rum auf jeden Fall, weil Sparks uns das zeigt. Das bedeutet, dass wir jetzt suchen gehen müssen. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwas liegen habe lassen. Also es ist wahrscheinlich, also es sieht danach aus, als ob das in diesem Ding drin ist. Da hätte ich jetzt gar nicht hier den großen Umweg gehen müssen. Ist das jetzt hier drin oder ist es nicht hier drin?
Ach! 25, da oben. Natürlich. Natürlich muss hier noch irgendwo was versteckt sein. Warum auch nicht, ne? So. Hätten wir auch eigentlich mal vorher gucken können, aber wer rechnet denn damit? Jetzt haben wir alles. Super. Schön, 30 Leben, schön abgerundet. Jetzt bloß nicht nochmal sterben oder so. So. Das heißt, wir haben jetzt was ganz Spaßiges vor. Nee, Quatsch, können wir glaube ich noch gar nicht machen. Erst wenn Frau Tuse da weg ist, oder? Ja, ich glaube erst wenn Frau Tuse da weg ist. Gut, dann machen wir Frau Tuse kaputt. Ist auch ein... Das mag ich nicht. Die Musik in dem Level mag ich nicht. Nee. Ich glaube, die Musik in dem Level gab es auch schon bei dem Boss hier zum Winter... Nee. Dunkelheitsgezumpel. Oh, juhu. Zeit, die Zauberin fertig zu machen. Ja. Ich meine, die Musik lief auch bei dem vorletzten Boss. So, jetzt mach mal hinne. Dankeschön. Ja, wie hat mich das denn bitte getroffen? Ich hasse die Musik, die ist so dumm. Ha! Ich glaube, jetzt kriegen wir neue. Ja. Wir die fahrbaren, die sind nicht so beschissen. Die fahrbaren Kanonen. Da haben wir noch eins. Ach, schade. Oh, noch eins. Sehr schön. Da kommt das UFO. Das UFO. Los. Schieß mir bitte ein UFO hier runter. Please. Ah, da steht eins. Ich fand das UFO ist schwierig, weil das hat so eine niedrige Schussfrequenz. Yes! Hat die eigentlich noch eine Stufe? Ich meine nicht, ne? Wenn wir die jetzt hier einfach mit dem UFO hier kaputt machen, dann ist hier Schicht im Schacht.
Wo ist die Musik überhaupt hin? Yes! Wuhu! George! Also da fand ich den Ripto im zweiten Teil auf jeden Fall schwieriger. Als das jetzt hier. Ja, ja, du kommst zurück. Déjà vu? Spyro, du hast gerade die Zauberin besiegt, die Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten wieder befreit. Was planst du als nächstes? Hm? Vielleicht deinen schönen Urlaub am Drachenufer? Du kannst manchmal richtig komisch sein, Bentley. Ich muss immer noch die restlichen Dracheneier finden und Jäger scheint wieder verschwunden zu sein. Also muss ich nachsehen, ob er nicht in Schwierigkeiten steckt. Hast du ihn gesehen? Wie? Ich? Oh nein, nein. Wie auch immer, sollte er mir über den Weg laufen, werde ich dich sofort darüber informieren. Ein bekanntes Gesicht. Merkwürdig, Spyro. Ich stellte Avalas Tore so ein, dass ich zu den Drachenwelten komme. Aber irgendwie landete ich dann hier. Sind meine Koordinatentabellen veraltet? Um 1000 Jahre? Das würde erklären, wieso das Buch so billig war. Da du ja nun die Welt erneut gerettet hast, kommst du mich in Avala besuchen? Klar, Elora. Aber ich muss immer noch die restlichen Eier finden und nun, Jäger ist wieder weg. Oh, sagtest du Jäger? Nun, ich kann helfen. Ich sah ihn gerade davonschleichen mit... Agent 9, ist da nicht ein Rhinox in den Büschen? Oh, ein Rhinox? Oh, ja, den kaufe ich mir. Komm her, Rhinox-Bursche. Den Laser, Blödmann. Los jetzt, komm raus. Ich bin sicher, Jäger ist in guten Händen. Ich meine, ich bin sicher, er wird bald auftauchen. Versprich, dass du bald nach Avala kommst, okay? Billy in der Mauer. Wie oft habe ich dir gesagt, diesen Elch nicht zu ärgern? Das war Billys Idee. Oh ja, ja. Stimmt das, Billy? Merkt ihr das, Billy? Spyro, toll, dich zu sehen. Hi, Sheila, ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Tut mir leid, Spyro. Ich muss die Jäger versprechen, nicht zu sagen, wohin sie gegangen sind. Wie? Ich habe nichts gesagt. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ein nicht ganz so edler Kämpfer. Ein trauriger Anblick, Sparks. Noch ein edler Krieger, der Plage der Liebe zum Opfer gefallen ist. Schau nicht hin. Nun, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier alleine suchen. Ach komm, Spyro. Schalt mal ab. Lass uns die Show ansehen. Und da haben wir schon den Abspann. Den lasse ich auch diesmal durchlaufen, weil ich glaube, wir werden den nicht nochmal sehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich schon mein Blabla dazu geben soll. Ja, doch, könnte ich eigentlich schon, weil das andere ist ja nichts Besonderes mehr. Also ich persönlich finde,
mittlerweile, dass das der schlechteste Teil der Serie ist. Also für mich kommt Nummer 2, dann Nummer 1 und dann Nummer 3. Aber das ist ja jedermanns eigene Meinung. Das kann man jetzt so und so sehen. Aber jetzt so im Nachhinein, nach dem Durchzocken, finde ich, dass hier zu hart versucht wurde irgendwie. Also zu hart versucht, irgendwie neue Sachen damit reinzupacken. Ich wäre super zufrieden damit gewesen, wenn es einfach die gleichen Funktionen hätte wie in Spyro 2, nur halt andere Level. Und weiß nicht, die anderen ganzen Charaktere, die man da spielen kann, die sind irgendwie nervig. Also die hätte ich nicht gebraucht in dem Spiel. An sich, die Musik ist aber super, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das ist ja immer so, dass man nicht alles mag. Aber so rein spielerisch und so, weiß ich nicht. Also da ist mir dann Teil 1 bzw. Teil 2 lieber. Ja. Ich kann ja jetzt schon mal sagen, was als nächstes kommt. Und zwar möchte ich mich mal an Tombi 2 heranwagen. Ich habe ja schon das Tombi 1 als Let's Play gemacht, als 100% Blind Run. 100% werde ich aber diesmal nicht holen. Außer man muss es machen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, dann wird es natürlich 100%. Aber ich möchte keine 100% machen. Also ich habe es erstmal nicht vor, 100% zu machen. Und das Spiel, kann ich auch sagen, das Spiel hatte mir mal die Legenda irgendwann zugeschickt. Meine ich jedenfalls mal. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches gesagt habe. Aber ich meine, die Legenda hätte es mal irgendwann in ein Päckchen beim Dennis mitgeschickt. Und jetzt ist es endlich mal an der Zeit, dass ich Tombi 2 spiele. Ich habe auch, es wird sowas von Blind Run, also so richtig hart. Also das Blinder könnte das Spiel für mich nicht sein. Weil ich habe das halt, ich habe mal hier und da mal einen Ausschnitt davon gesehen, aber mehr auch nicht. Also das ist quasi, als ob das Spiel gerade frisch rauskommt und ich mir das dann einfach kaufe, ohne vorher was davon gehört zu haben. Jo, so weiter zum Spiel hier kann ich eigentlich nicht wirklich was sagen. Musik ist gut. Spiel ist, ja. Und, ja, weiß ich nicht. Also gab es halt irgendwie nicht zu viel Abwechslung, aber ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich glaube, sagen wir einfach mal so, die hätten alle anderen Charaktere weggelassen. Fände ich das Spiel, glaube ich, besser. Und das Skateboardfahren ist auch, weiß ich nicht, braucht man auch nicht unbedingt. Und oh Gott, jetzt kackt auch noch meine Stimme ab. Wenn ich jetzt sagen müsste, welcher der Lieblingscharakter von mir ist, den man sonst so spielen kann, ist es eigentlich Sergeant Bird. Die anderen sind irgendwie alle blöd. Sheila lässt sich beschissen steuern. Genauso wie Bentley. Und Agent 9 ist einfach ein Affe. Und Affen sind doof. Gut. Ja. Dann können wir das jetzt hier wegdrücken. Ja, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Aber gut. Aber ich will jetzt auch noch nicht so 1000 Jahre warten, bis das dann durch ist. Ah. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall jemanden misshandeln. Endlich. Steht jetzt ja eigentlich irgendwo von wegen, dass ich ein Ei mehr habe, als ich eigentlich haben dürfte? Ei zu verkaufen. Ah. Wie kommt man auf die... Ah. Ich möchte gerne die Hauptseite. Irgendwo? Oder es war falsch programmiert? Ich weiß es nicht. Aber das, was wir bekommen für die... Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck aber nicht so überrascht.
Ich habe eins der Dracheneier gefunden und werde es in Avala für ein Vermögen verkaufen. warum guckst du mich so an? Ich muss jetzt los. Wiedersehen. So, und jetzt können wir den... Oh, das ist so eine gute... Das ist so gut. Wir kriegen jetzt die ganzen dreckigen Edelsteine von ihm zurück, die wir dem gegeben haben. Und das alles in 10ern und 25ern. Die Musik ist auch irgendwie so, weil die passt nicht wirklich dazu, was wir hier gerade machen, aber ich find's gut. Hab ich mir echt so viel gegeben? Ich hätte mal mitschreiben sollen, wie viel wir dem die ganze Zeit bezahlen müssen. Verflixt. Verflixt, verflixt. Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Jetzt reicht's. Ich gebe auf. Ich ziehe mich in die spukenden Sümpfe zurück, um dichter zu werden. Um dichter zu werden. L fliegt auf den Kopf. Kann aber fliegen, im Gegensatz zu uns. So. Dann hätten wir jetzt alles wiederbekommen. Inklusive dem letzten Ei. Wir haben 14.800 Edelsteine. Warum haben wir nicht 15.000? Das gefällt mir nicht. Oh, warte mal. Moment. Apropos 15.000. Wir haben noch ein Level zu machen. Was war das gerade? Bevor du die dicke, hässliche Zauberin fertig gemacht hast, hat sie eine Fabrik gebaut, in der Käferroboter gebaut werden, die gegen Sparks kämpfen sollen. Aber ich glaube, sie sind ihm nicht gewachsen. Hier bekommen wir nämlich die restlichen 200 Edelsteine. Und wir haben jetzt doch noch ein Level zu tun. Dann machen wir jetzt noch das letzte Sparks-Level und dann geht's ab ins Level für